So, meine lieben Zuschauer, wir sind hier mit den Jungs von Safegame Studios, die an einem Spiel arbeiten oder dabei sind zu entwickeln, Overcore. Genau, und jetzt sind wir was dazu, und zwar, wie lange arbeitet ihr schon dran? Momentan ein Jahr lang, seit August letzten Jahres. Dann kurze Frage, um was geht's in Overcore? Ich habe die Bilder gesehen auf der Facebook-Seite mit einem Zauberstab, so ein Magier und so, schon so Richtung so Mittelalter-Fantasy-mäßig. Genau, also Ego-Shooter auf First-Person-Fantasy-Basis. Sowas gab es noch nie. Ihr könnt es euch vorstellen wie Skyrim ohne Schlagwaffen, rein online. Bedeutet, ihr schießt mit euren Zauberstäben Feuerbälle, Lichtblitze, alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt. Das geht auch bis zu AOE aus anderen Spielen, wie man es schon kennt. Zum Beispiel einen riesigen Hammer aus dem Himmel, der auf den Boden kracht, und allerlei möglichen Zaubersprüche. Ja, das ist cool. Also wie ein Ego-Shooter, nur halt eben ohne Schwerter, sondern nur mit Zauber. Also wirklich auf Magier basierend Shooter. Cool. Genau, Frage. Wann glaubt ihr, wird es released? Habt ihr schon irgendwo ungefähr eine Zeit, wann ihr fertig seid? Oder? Also wir rechnen aktuell damit, dass die erste lauffähige Beta Mitte, Ende nächsten Jahres verfügbar sein wird. Also ab dem zweiten Quartal 2014 kann man mit der Beta rechnen. Okay, das ist sehr cool. Wenn wir auf jeden Fall mal angucken. Ich habe die Bilder gesehen und war gedacht so, cool aus, warum nicht? Hat ihr schon irgendwie einen Plan, wie viele Leute auf einen Server passen oder wie viele auf Maps und sowas? Wir arbeiten mit einer Cloud, bedeutet, wir können unendlich viele Spieler im Grunde auf einer riesigen Cloud stationieren, und das Ganze werden wir in 32er Server aufteilen, wie im klassischen Ego-Shooter eben. Du hast 16 gegen 16, Teamfights, alles mögliche mit verschiedenen Zaubersprüchen eben. Na, so denke ich mal, so das Klassische jetzt angenommen, jetzt Catch the Flag, Team Deathmatch, was man auch alles so kennt daneben. Wie man es kennt aus dem klassischen Ego-Shooter, aber durch die Magie haben wir eben die Möglichkeit, allerlei neue Kreativität reinzubringen. Wir können neue Spielmodi entwickeln, die man in der Realität gar nicht machen könnte. Und das ist halt der Vorteil in dem Fantasy-Setting. Hat der schon irgendwie eine Richtung also von verschiedenen Magierklassen? Oder ist das, dass er nur sagt, okay, alles Magier und jeder eigene Sprüche, oder so? Für mich ist das Arkane Magier, der andere ist mehr so Elementar-Magier, oder? Ja, wir werden es so machen, dass die Zaubersprüche auf 6 Elemente aufgeteilt werden. Feuer, Wasser, Erde, Sturm, Licht und Schatten. Und durch diese Elemente werden deine Zaubersprüche definiert. Wenn du beide Elemente gemeistert hast, kannst du diese kombinieren zu einer Hybridklasse. Bedeutet Feuer und Wasser beispielsweise kombinieren. Hast dadurch neue Zaubersprüche und neuen Spielstil, den du selber entwickeln kannst. Also was mich angeht, hört auf jeden Fall sehr geil an. Wenn ihr die Beta soweit seid, würde ich mich gerade melden, weil ich würde es lieben gerne mal antesten. Und genau, wir werden euch dann im Laufe der nächsten Jahres, also mit der Beta, mehr wissen, immer weiter von berichten, werden auch ein bisschen dranbleiben bei den Jungs jetzt. Scheint gut zu sein, spielt sich auch sehr geil an, weil ich habe sowas auch wirklich noch nie vorher gehört, also irgendwie schon mit Magierbasis. Und genau, und das war's von uns jetzt, und bis dann, Leute.